Also die Idee war einfach, so ein paar Sachen aufzulisten, die mich an Facebook nerven, wo ich finde, die Leute könnten das nach 10 Jahren vielleicht auch mal gelernt haben. Und das Ganze ist natürlich nicht 100% ernst zu nehmen, das ist schon so ein bisschen ironisch gemeint, aber eben, also es hat schon so einen wahren Kern. Und ich glaube, da habe ich dann doch glücklicherweise mal was aufgeschrieben, was auch andere Leute sehr so Also, empfinden. ich kann jetzt gerade sagen, du hast einen Nerv getroffen. Und es sind dann wirklich auch extrem viele Reaktionen gekommen. Es hat extrem viele Likes gegeben, man hat es extrem viel mal geteilt. Hast du mit dem irgendwie so ein bisschen gerechnet oder so ein bisschen geliebäugelt, dass wirklich so mit dem könntest du einen Nerv treffen? Also damit liebäugeln tut, glaube ich, jeder Journalist. Aber damit gerechnet, das hatte ich jetzt nicht so, dass das so gut läuft. Aber eben, also ich meine, dir geht es ja wahrscheinlich auch so. Ich könnte dich fragen, was nervt dich am meisten an Facebook? Und du kannst bestimmt zwei, drei Sachen sagen. Selbstverständlich. Also gerade das mit den Einladungen und so weiter, wenn es um die Spiele geht, ja, wie ich vorher gesagt habe. Da muss ich also sagen, für mich ist es halt auch Mittel zum Zweck. Ich arbeite mit dem. Ich habe praktisch im Outlook, wo wir bei uns haben, bei Joyce, habe ich gleich viele Mitteilungen und Nachrichten wie über Facebook. Weil das ist halt einfach wirklich mittlerweile Arbeitsgerät wurde. Und für jemanden, das ist noch lustig, wenn ich das mit Familienmitgliedern oder mit Kollegen diskutiere, für jemanden, der das nicht so stark braucht, wie wir das brauchen, jetzt gerade bei Joyce oder vielleicht wie ihr das braucht, daheim und die ganze Zeit auf dem Facebook sind, für die ist wirklich kein Verständnis rum. Und das verstummt mich manchmal noch, dass man dann, wenn man es nicht könnte, dass man dann halt irgendwie so ein bisschen, es ist nicht so gut und man wird aus Sucht abgestempelt und so weiter. Ist dir das auch schon mal so widerfahren? Nein, so noch nicht. Ich habe im Gegenteil, es ist ein bisschen andersrum. Ich habe so ein ganz paar Kollegen, die gar nicht oder sehr wenig auf Facebook sind, die sich dann zum Beispiel aber immer beschweren, wenn sie mal irgendwas nicht mitbekommen. Okay. Und dann muss man so ein bisschen diplomatisch sein und vermitteln. Ja. Nein, ich finde, jeder Mensch sollte selber entscheiden, ob er auf Facebook mitmacht oder nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man es einfacher hat, wenn man mitmacht. Aber ja, es wird immer Leute geben, die sich dem verweigern. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend. Und eventuell wird es ja wieder mal etwas Neues geben. Das ist der Genau. Punkt, den man miteinander noch anschaut. Ja. Nach der Werbung ist auch sehr spannend, was der Matze hier dazu sagt. Und ich habe gerade von der Regie hier im Ohr gehört, dass der Chat extrem abgeht. Es sind geile Sicher wie Orian, Fabian, Mona und so weiter und so fort, die im Chat sind. Und sie haben einen Haufen reingeschrieben, was sie nervt. Und ich meinte, der Remo ist hier hinten eingeloggt. Den nehmen wir jetzt rein. Und zwar sagt er: Und Leute, die ihr ganzes Leben kommentieren, in Echtzeit natürlich. Bin am Kochen, bin in der Schule, bin auf dem WC. Das ist so das. Ich glaube, das nervt uns alle, oder? Ja, ich glaube, das ist aber auch was, was man so ein bisschen lernen muss. Also ausblenden, meinst du jetzt? Ja, beides. Also, dass man vielleicht auch mal Facebook weglässt, wenn man gerade draußen ist und das Wetter ist schön und eben man ist gerade irgendwie am Snowboarden oder Skifahren oder so. Dann kann man es auch mal 2 Stunden sein lassen. Machst ein Foto und dann postest du das hinterher. Ja. So mache ich das dann gerne. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja, leben und leben lassen, oder? Also. Du hast einen Punkt noch gehabt, und zwar war es der Punkt 6. Ich darf sehr gerne noch einmal sagen, von Matze sein Bericht, checkt ihn aus auf unserer Webseite oder im Second Screen. Es sind 10 Punkte zum 10-Jährigen von Facebook und der Punkt 6 war anstupsen. Und das hat mich im Fall erstaunt, dass du das einen Scheiß findest. Anstupsen. Wieso? Ich finde, grundsätzlich die Idee finde ich im Fall extrem cool, dass du jemanden anstupsen kannst, wo du erstens nicht fremd bist, vielleicht nicht kennst und weiss was. Und du kannst so quasi proaktiv auf die Person zugehen, im Sinn von, ich stupse dich an, wenn du mich zurückstupsest, können wir noch mal miteinander schreiben. Ist eigentlich genial. Ja, du hast so einen gewissen Punkt. Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass es dann doch recht oft so ist, dass man von Leuten vielleicht angestupst wird, die man irgendwie, die einem überhaupt nichts sagen dann und so. Und dann fragt man sich so, warum, was ist da los? Warum stupst du mich an? So als erste Kontaktanbahnung vielleicht, ja. Aber man hat ja auch andere Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel eben mal einfach kurz auf dem Facebook-Profil ein bisschen schnüffeln gehen. Oder man kann auch jemanden, also man kann jetzt zum Beispiel auch Leute abonnieren, ja. Wenn man sie nicht gleich anfreunden will. Und dann kann man so ein bisschen gucken, was posten die so. Ja, das Anstupsen ist vielleicht so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Für mich ist es so ein bisschen aus der Urzeit von Facebook und so ein bisschen so ein noch bisschen oldschool, da sind wir da einfach in der gleichen Meinung. Aber du glaubst nicht, wie oft ich gestern angestupst worden bin. Ah, wirklich? Ja, natürlich. Sehr gut.
Das können wir sonst nachher noch bei dir auf dem Profil schnell anschauen. Jetzt gehen wir ganz kurz schnell in die Werbung, machen einen kleinen Unterbruch. Und nach der Werbung bleibt spannend, weil wir schauen zum einen auch, wie es mit Facebook weitergeht. Sehr interessant. Und zum anderen auch, sind wir die Leute auf der Straße fragen, ob sie sein könnten ohne Facebook. Also es bleibt spannend, bleibt dran, bis gerade.